Ich lese sehr gerne Krimis. Ich habe sehr gerne so gerade im Urlaub Krimis gelesen von vor allem skandinavischen Schriftstellern. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber für mich ist so skandinavischer Krimi tatsächlich ein Wertbegriff, so ein Qualitätsmerkmal. Ja? Es ist so wie schottischer Whisky, Schweizer Uhrwerk, griechischer Staatsbankrott. Da weiß man, das ist gründlich gemacht. Und so ein skandinavischer Krimi, ich meine, das war natürlich der Klassiker, Wallander, Henning Mankell. Und für mich absolut, ich war weggesogen, den ganzen Urlaub lang, drei Bücher. Die Trilogie von Stieg Larsson. Es wäre so schön, wenn es einen vierten Teil von Stieg Larsson gäbe. Und deswegen habe ich gedacht, ich schreibe den selbst. Ja, denn was braucht es letztendlich? Man braucht eine sehr komplexe Handlung, eine sehr vielschichtige Hauptfigur und natürlich ganz viel Skandinavien. Und deshalb habe ich versucht, in meiner kleinen Geschichte alles über Skandinavien unterzubringen, was ich jemals gehört habe. Die Geschichte heißt deshalb Verschwedung. Ja, man höre und staune. Kommt noch mehr. Da ist alles drin, was ich über Skandinavien jemals gehört habe und irgendwie kenne. Es war ein nebliger Morgen in Stockholm. Stockholm hat zwei Stadtteile, das wissen Sie, stocknüchtern und stockbesoffen. Okay, es gibt noch den Vorort Stockschwul, aber der gehört ja eigentlich nicht dazu, der liegt ja am anderen Ufer. Egal. Der schwedische Kommissar Ingmar Ikea bearbeitet mit seinem Partner, dem Stockholmer Gerichtsmediziner Lasse Bullerbü, den Mordfall Billy. Furnier, Kiefer, Buche oder Weiß, erweiterbar. Opfer ist der norwegische Fischer, heißt anders. Sein Trondheim ist ein typisch schwedisches Fertighaus. Kein Problem für die Täter, ins Haus zu kommen, denn die eine Seitenwand war noch nicht montiert. Natürlich, ein Teil der Schrauben hatte gefehlt. Überhaupt hat das Haus eine seltsame Architektur. Wer durch den Eingang hineingeht, erreicht den Ausgang nur, wenn er erst einmal durch alle Räume hindurchgeht. Gefunden haben sie, heißt anders, in der Badewanne. Da war kein Wasser drin, nein, die Wanne war voller Villa kunterbunter Bälle. Ein Rätsel. Aber die Schweden müssen den Täter finden. Alles Norwegen der Gerechtigkeit. Gerichtsmediziner Bullerbü findet die Todesursache schnell. Das Opfer starb. Nach mehreren Schlägen mit einem Lillehammer. Richtig fies so, hammerfest auf den Hinterkopenhagen. Die letzten, die ihn lebend sahen, waren die Mitarbeiter einer finnischen Reinigungskolonne. Die Putzlappen bringen die Ermittler auf die Spur der schönen und geheimnisvollen Nokia. Nokia und ihr Sony Ericsson sind Hochseilartisten. Oh ja. Und sie arbeiten natürlich meistens ohne Netz. Tagsüber. Nachts arbeitet sie im Rotlichtviertel. Nokia hat schon bessere Zeiten gesehen. Dorthin fahren die Ermittler mit ihrem Volvo, mit Scandi-Navigationsgerät. Und Airbag vorne, für den Fahrer und den Beifahrer. Sie finden Nokia als Tänzerin in einer oben Oslo-Bar und unterziehen sie dem Elchtest. Will sie was verbergen? Lacht die? Weil sie was sah? Also was sah? Hallo, also kann man kriegen. Ja. Sony Ericsson beschimpft die Ermittler als Scheißpolizisten auf Schwedisch. Köttbola. Das schmeckt den Ermittlern gar nicht. Bullerbü braust auf und davon. Wie sollte Ingmar Ikea jetzt noch das Haus des toten Fischers erreichen? Taxen, Busse und Bahnen fuhren nicht mehr. Er musste es andersen versuchen. Per Anhalter oder per Günd. Tatsächlich, es hielt ein eleganter Saab, Farbe Lindgren, und fuhr ihn zurück. Nein, er raste regelrecht durch die Nacht und mit Ingmar über den Bergmann war der schnell. Ikeas Instinkt führte ihn direkt zum Boot des toten Fischers. Er rief dem Bootsmann zu, Dogmar, hier an. Und was fand er im Boot? Am Heck innen?
einen kleinen Hund. Es war Fisherman's Friend. Upsala! Davon hatte er nichts gewusst. Stavanger Baff. IKEA hatte seine heiße Spur in die Vergangenheit. Direkt zum Untergang der finnischen Titanic, also der Schnellsinki. Es waren damals alle ertrunken, man konnte nur den Spitz bergen. Und damit war der Täter klar. Gut, den verrate ich Ihnen jetzt natürlich nicht, weil Sie sollen das Buch ja dann kaufen, wegen der Nobelpreisbindung auch. Also deswegen vielleicht nur noch den Schlusssatz. Dann fuhr, nein anders, es war ja schwedisch, dann stieg Larsson in sein Auto und fuhr fort. Fjord. Weil anderswo ist es ja auch sehr schön. Ende. Oder auf Schwedisch, aber.